Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Profit! Oh yeah! Oh, jetzt bin ich hier auf meine Tastatur gekommen. So ein Mist. So, wir wollten ein wenig Quests abgeben. Und wir haben, achso, ja. Weil ich meine Drachen wieder in mein Drachen-Dings hier gepackt hatte. Weil ich die im Drachennest hatte, damit die ein bisschen trainieren können, pipapo. Und da wollte er mir jetzt so sagen, dass wir hier mir Mythos sehen haben. Und wir wollten, irgendwo kann ich doch hier da. Relativ geradezu die abgeben, die Quests. Wir geben ab, was wir abgeben können. Da, ich sehe schon. Und dann werden wir uns gleich mal ranmachen und weiter suchen, was wir noch veranstalten können. Level 62 sind. Du hast gleich noch einen. Getting around all right? Gib doch mal her. Beware of the shadows. So, dann gucken wir mal auf der Karte. Wir brauchen hier hinten diesen Besetzer, dann haben wir hier noch die ganzen Köpfe, die wir noch besorgen müssen. Wir haben noch eine Menge. Würde ich sagen, gehen wir erstmal dahin. Von da aus gehen wir dann hier hinten hin, machen hier hinten noch ein bisschen was und dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Und das heißt, wir müssen hier raus. Korrekt oder korrekt? Ich würde sagen, korrekt. So, jetzt wollte ich aber mal was trinken. Ei. Jung. Ist dort Legge. Und es gibt Eistee. Wer sich gerade fragt, was ich für ein Scheiß saufe, Eistee. Diese Woche gibt's Eistee. So. Aber auch nur aus dem einen Grund, weil letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, waren wir, war ich mit ein paar Freunden auf dem Jan Hingberg-Konzert. Und da kam wieder sein obligatorisches Trendy-Eislied, was er gespielt hatte. Und seitdem habe ich voll Appetit auf Eistee. Ich weiß nicht. Aber seitdem ich Appetit auf Eistee habe, kam ich nicht zum Einkaufen. Und konnte mir noch kein Eistee kaufen. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft, beim Einkauf daran zu denken, mir Eistee zu holen. Summer! So. Drin ist nichts. So? Nee. Oh, ach so, okay. War schon. War nicht hier das mit dem Reserve-Gedöns hier? Oder bin ich gerade verwirrt? Hey, also ich meine, ich bin ja die ganze Zeit verwirrt, aber das hat mich gerade tierisch. Aufseher, die sie bewachen und helfen, Sklaven bei der Flucht. Erledigt dem Forstaufseher 5 von 5. Gebeten den Sklaven eine Gelegenheit zur Flucht. Okay, das haben wir anscheinend nicht getan. Achso, das haben wir. Okay. Gut, okay. Dann war es das. Wenn ich das noch nicht so ganz begriffen habe, was das jetzt für eine Quest war. Aber nun gut. Wir haben sie ja fertig.
Achso, achso, ist schon. Achso. Das muss mir doch auch mal einer sagen, dass die Spione nichts aushalten. So, ich wollte aber auf der Karte gucken. Wir wollten hier hinten hin, um die ganzen Klingfrost-Forts und so weiter zu machen. Und irgendwo müssen wir dann nochmal hin. Ich weiß aber nicht mehr wo. Also entweder gehen wir jetzt hier quer durch und kämpfen uns den Weg frei, oder wir fliegen. Und ich bin für kämpfen uns den Weg frei. Beziehungsweise laufen wir einfach hier mal quer durch, und wer uns angreift, versuchen wir zu fliegen. Weil sonst hat das Ganze keinen Sinn. Würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt fliegen wir hier mal durch die Gegend. Und kämpfen gar nicht. Und dann kriegen wir auch kaum noch XP. Und das wäre ja schade, wenn wir keine XP bekommen würden. Und ich habe hier eine Menge Gegner. Yep. So, wo müssen wir denn hin? Och, wir stehen eigentlich so direkt davor. Okay. Du müsstest... Ach, da. Gut zu wissen. So, daran halten wir uns jetzt mal ein bisschen auf. Gedrückt, weiß ich auch nicht. So lange hat die eins noch nie aufgeladen. Das sind immer so roundabout 1000 XP pro Erledigten. Und das ist dann doch auf die Dauer. Wenn das nicht sind. Das waren jetzt hier zum Beispiel 3000, nur dass ich die erledigt habe. Also das ist doch ein bisschen, was uns dann auch weiterbringt, wenn wir hier ein bisschen kämpfen. So. Müsste das mal hier so ein bisschen beiseite machen, dass ich die Minimaps hier. Jetzt kriege ich ja die Krise hier. Wir müssen nämlich zu diesen gelben Pünktchen, damit wir unsere Quests auch erledigen können. Super, ich habe die Minimap. Verdammt! Nein! Och, Gottes Willen.
wenigstens ein bisschen heilen hier. Okay, also theoretisch müsste der irgendwie über mir sein. Also muss es ja hier irgendwie im Aufgang gehen, wo er hochkommt. Ach, da. Ist hier gerade ein. Schleichen wir es mal hier hoch. Vor allem schleichen. Mein Gott! Geh down, du Arsch! Ich habe gerade das Gefühl, dass ich bei der Kleidungsspiel nicht habe, weil ich den Drachenanteil nicht dabei habe. Das wäre jetzt unvorteilhaft. Ich glaub, dass ich in einer Patrouille hier bin. Doch gerade hier alle erledigt. Wie kann denn da ein neuer kommen? Ich mir auch erstmal kurz mal mich aufladen. Wäre ein Träumchen. Ich sage, das kann noch ein bisschen dauern. So. Wir müssen aber nicht da lang. Wir müssten eigentlich. Ich glaube da lang. Das macht mehr Sinn. So. Das Ideale ist ja auch, ich bin Level 60 und wir sind hier alle 61. Nicht, dass wir das hier so locker flockig. Oh Gott! Durchkriegen. Alter. Ich würde sagen, wir sind tot. Spontan gesehen. Müssen wir hier mit anderen Bandagen arbeiten? Oh.
Gott! Was ist denn hier kaputt? Da hier schon wieder ein. Oder? Doch. Ey, die machen mich fertig. Alter! Was ist denn hier kaputt? Alter Falter, was war das denn gerade? Also gefühlt 20 Gegner und respectable. So, jetzt muss ich aber noch in den dritten Stock. Ja, da ist irgendwie auch nochmal so ein Ding. So, ich hoffe, dass ich ein bisschen aufhöre. Bin noch im dritten Stock. Ah, jetzt brauche ich, jetzt muss ich das Zelt des Hauptmanns durchsuchen. Okay. Ich habe aber natürlich auch keine Ahnung, wo das Zelt des Hauptmanns ist. Ah, hier oben bist du schon wieder. Schön, dass du wieder da bist. So. Yep. Ist ja alles kein Problem. Bin nur gerade am Überlegen, wo dieses Zelt des Hauptmanns sein soll. Das, hier hinten mit dem Frust. Hauptmanns. Da, ich bin da, also ich muss dahin. Die habe ich ja schon fertig, also ich brauche das Zelt. Das Zelt ist im Prinzip da geradeaus. Kann ich auch wohl heraussuchen. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt sind wir ja hier so. Führen wir hier mal ein bisschen drüber. So. Da, also ich würde sagen, hier unten irgendwo. Das heißt, wir können. Das war nicht so stark wie Magmaro, aber das ist schon. Ja,
Hilf zu! So, ich kämpfe hier in der Zeit ein bisschen weiter und verabschiede mich aus dieser wundervollen Folge. Und wir machen natürlich gleich weiter. Die Folge kommt dann Donnerstag ganz normal raus und wir gucken dann, was wir da veranstaltet haben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen, abonniert den Kanal, damit ihr die Videos nicht verpasst, weil wir kommen ja ab und zu mal ein bisschen durcheinander. Und ansonsten schreibt in die Kommentare, wenn ihr Tipps, Tricks, Fragen habt oder sonstiges, einfach unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann am Donnerstag. Ciao!